WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Eines muss man den Menschen in Schleswig-Holstein lassen. Sie haben ein ausgesprochenes Faible fürs Dramatische. Und das nicht erst seit gestern. Meer umschlungen, Wind umtost, hin und her gerissen zwischen Nord- und Ostsee, immer auf der Hut vor Meuteron und dem ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut. Kein Wunder, dass sie da oben keine klaren Mehrheiten mögen. Wobei, auf dem Land wählen sie schwarz, in den Städten wählen sie rot. Aber in diesem wunderschönen Bundesland sind Stadt und Land eben noch so fein austariert, dass sich alles die Waage hält. Denn ein Schiff verträgt nun mal keine dauerhafte Schlagseite und bei einer sauber geeichten Waage können schon kleine Veränderungen einen großen Ausschlag bewirken. Vielleicht haben die sympathischen Wortgaggen Norddeutschen ja auch nur lange vor allen anderen begriffen, dass von unseren Politikern eh keine Lösungen für die Probleme der Menschen erwartet werden können und wollen für ihr Geld wenigstens ein bisschen Spaß, Spiel und Spannung im Landtag. Diesmal hat zum Beispiel der Spitzenkandidat der CDU und Möchtegern Ministerpräsident Joost de Jager nicht mal ein Mandat im Landtag errungen. De Jager wurde ja auch nur deshalb Spitzenkandidat, weil sein Vorgänger Christian von Bötticher von einem Parteifreund anonym als Liebhaber einer 16-Jährigen geoutet wurde. Bachschel, Engholm, persönliche Wattschlammschlachten mit politischen U-Booten auf allen Seiten, die besten Politkrimis spielen definitiv in Schleswig-Holstein. Dabei spielt die Hauptrolle traditionell eine Spezies, die im hohen Norden ideale Lebensbedingungen vorfindet. Der Überläufer, der mit Hingabe anonym im Schutz des Küstennebels die eigene Parteiführung ins Messer laufen lässt. Einem solchen Überläufer verdankte schon CDU-Scherzkeks Ernst Albrecht seine Regentschaft, der seinerzeit völlig überraschend in geheimer Wahl gewählt wurde, obwohl die SPD im Landtag über eine Mehrheit verfügte. Das muss den Norddeutschen damals sehr gefallen haben und weil sie über einen feinen, ironisch bis sarkastischen Humor verfügen, organisieren sie seither mit Vorliebe Einstimmenmehrheiten für die SPD im Parlament, um dann den Überläufer in Aktion zu erleben. So wie bei SPD-Hutständer Heide Simonis. Dreimal ist sie dem bis heute nicht enttarnten Überläufer ins offene Messer gelaufen. Und weil Waterboarding an der Waterkant verpönt ist, sitzt der SPD-Brutus ja vielleicht noch immer im Kieler Landtag und freut sich schon auf Thorsten Albig. Der plant seine Dänenampel, rot-grün-blauäugig wie er ist, auch mit einer Stimme Mehrheit. Da besorgt man am besten schon mal Bier, Popcorn und Chips, nimmt sich für den Tag der Ministerpräsidentenwahl in Schleswig-Holstein Urlaub und freut sich auf das nächste Spektakel im Kieler Landtag. Kieler Landtag. Bis neulich.